Willkommen an der Nordseeküste zum heutigen großen Preis der Niederlande auf der Rennstrecke von Zandvoort, 40 Kilometer von Amsterdam entfernt. Bei diesem Rennen hat der legendäre Jim Clark 4 Siege geholt und hat dabei erstaunliche 370 Runden auf der Führungsposition verbracht. 4,2 Kilometer gilt es auf dem nassen Circuit Zandvoort zu bewältigen, wobei schwierige Bremszonen und plötzliche Bergabpassagen leicht zu einer Rutschpartie auch ins Kiesbett führen können. Insgesamt gibt es 14 Kurven und die 678 Meter lange Hauptgerade bietet wohl die beste Überholmöglichkeit. Gehen wir die Startaufstellung der Fahrer für das aufregende Rennen von heute durch. Richards startet aus der Pole Position vor Max Verstappen, der von P2 starten wird. Die restliche Startaufstellung sieht aus wie folgt. Albon, Bottas, Carlos Sainz und Perez. Stroll, Hamilton, Ricciardo und Sebastian Vettel. Leclerc, Ocon, Dani Quert und Norris, Gasly, Giovinazzi, Kevin Magnussen und Kimi Räikkönen. Russell, Schumacher, King und Nicolas Latifi. Also dann, es wird Zeit. Wir schalten runter zur Strecke für das heutige Rennen. After the points finish last race, let's aim to keep the momentum going. Ja, damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play F1 2020, mein Team Karriere, Saison 2, Rennen Nummer 5. Willkommen aus den Niederlanden, wo wir unsere erste Pole die Saison holen durften, konnten. Und jetzt endlich mal ein Rennen vorne angehen können. Ich weiß, dass einige Einheiten. Okay, how was the pull away? You'll have a bit more grip than that on the start, but we need to warm the tires properly now. Make sure you get some heat into the brakes as well. So, hoffen wir mal, dass wir es hinkriegen heute. Ja, erste Pole dieser Saison, gerade auf dieser Strecke hier. Das ist gut, dass wir können mit dem Trockensitter fahren, weil es leicht regnet nur. Naja, schauen wir mal. The rain is getting lighter now, but it's gonna take a while for the track to dry out. Der Regen ist nach, aber es wird noch ein bisschen nass bleiben. Okay, das könnte jetzt funktionieren. Es könnte es reichen. Vielleicht schaffen wir es ja. Heute noch ein Rennen im Trocknen zu sehen. 18 Runden stehen jetzt gleich an. Auf dieser Strecke hier. Die mir so langsam auch mittlerweile gefällt, also ich muss mal sagen, ja. Ich werde langsam warm mit dem Ding hier. Und vielleicht holen wir uns ja hier unseren ersten Saisonsieg und machen die und lassen die Serie von Valtteri Bottas reißen, der momentan nur 4 starten darf, hinter dem Red Bull, die noch hinter uns stehen. Aber schauen wir mal. Noch steht nicht wirklich was fest. Wichtig ist erstmal durch die ersten Kurven zu kommen. Heile durch die Kurven zu kommen. Trocken wird es euch einfacher, aber nicht im Nassen. Hamilton auch nur auf 8, Vettel auf 10, Leclerc auf 11, also die, da sind einige auf jeden Fall. Bottas, wie gesagt, den halte ich so ein bisschen als heißesten Favorit. Mal gucken, wer fährt, wie es wird. So, der Start ist Erfolg. Wir sind ein bisschen weg, schlecht weggekommen. Jetzt geht's ein bisschen vorsichtig angehen. Ja, das hat mich schon vorbei. Das ist halt das, was ich eigentlich verhindern wollte.
Aber ich versuche es natürlich gleich zu kontern. Ah, es macht natürlich nicht einfacher Bottas. Albon ist es, der jetzt uns ein bisschen daneben geht. That start was okay. Now stay alert for threats around you. Ja, das Bild ist, den Schatten haben wir verloren. Da ist der Verstappen durchgeflogen innen. Das war eigentlich die wollte ich vermeiden. Ich fürchte, dass das halt unser erster Sieg jetzt weg ist. Aber wie gesagt, das ist ja noch alles drin im Rennen. Vielleicht haben wir ein bisschen Glück mit dem Safety Car oder dass er ein Problem hat am Ende. Abstand wird natürlich jetzt größer, weil ich mich auch mit Albon ein bisschen duellieren muss. Klar, dass das Submit da vorne ein bisschen rauszieht. Der ist halt auch nicht. Ja, ich vermute, dass es das so hast. Die Chance auf den Sieg war es, du hast im normalen Lauf. Im normalen Verlauf. Ja, der zieht mir weg. Schade. Verstappen ist raus. Thema ist durch. Vielleicht hält das Auto nicht aus. Das ist nicht auch eine Möglichkeit. Die Hoffnung ist natürlich, dass die Strecke nochmal trocken wird. Der Regen lässt nach, aber die Strecke bleibt natürlich noch nass, das ist klar. Mal wieder leichte Quersteher hier im Auto. Was soll ich machen? Ich hab ihn schon dran. You've lost some time to the car behind. Ja, ich hoffe, dass der Verstappen irgendwie noch sich wegdreht. Also 6 Sekunden. Das ist nicht mehr aufzuholen. Da fehlt mir einfach momentan die Base für. Ja, da habe ich auch noch nicht aufgepasst. Und damit ist es schon gelaufen Richtung Sieg. Aber wie gesagt, es kann ja immer noch alles passieren, dass der vorne noch irgendwelche Probleme kriegt, dass er vorne noch wegrutscht. Sich wegdreht oder technische Probleme. Das ist alles noch möglich. Oder die Box muss. Wenn dann die Box geht, dann habe ich vielleicht sogar die Hoffnung durchzufahren. Das sind also 14 Runden.
Der Toll hat schon einen Rückstand. Rückstand, Entschuldigung. 7,1 Sekunden. Bisschen konzentrieren gerade. Das Wetter macht sich gerade einfach. Aktueller Verstand, Abstand, Verstappen 8,3 Sekunden. Wobei der jetzt immer wieder weiter wegzieht. Also, wow. Klar, dass Albon jetzt vorbei will, ne? Meine Hoffnung ist immer noch, wie gesagt, durch den am Ende durch ein mit ein bisschen Glück, das Ding hier noch zu holen. I think we're still on the right tires for the time being. Vielleicht haben wir ja Glück mit dem Rennen in dem Rennen hier. Wenn er nochmal wenn er vielleicht in die Box geht oder wir durchfahren können. Wie auch immer. So, erste Drittel des Rennens ist rum. 6 von 18 Runden jetzt mittlerweile abgearbeitet. Und wir hoffen, wenn wir noch einen Albon hinter uns kleben, der nur auf den Fehler lauert, der hoffentlich nicht kommt. Ja, das ist mir schon klar, dass der zieht weg da vorne. Vorsichtig, nicht sich wegdrehen oder so. Dann keinen Quersteher wieder reingebaut. So, jetzt geht's hier links, dann geht's gleich wieder rechts bis zum Startziel. So, jetzt geht's. Jetzt kommt Albon ein bisschen ran. You're losing a small amount of time to the car behind. Keep pushing. Einen darf ich ziehen. Da einmal darf ich rüberkommen müssen. Albon, Außenbahn. Nein, den zweiten Wert wollte er nicht noch ziehen. Das war's. Das war's. Okay, you have wing damage. This will be a major performance impact unless you box for a new one. Check your MFD for it. Scheiße, da habe ich echt eine Rückblende muss ich doch setzen, weil da bin ich wie weggerutscht.
The radar's showing a clear patch on its way. There's about 10 more minutes of this rain. Ja, schade. Na, das heißt, es geht nur rein um die... Ja, da haben wir jetzt nicht nur einen Sieg. Schade, ich habe ein bisschen Hoffnung, dass es vielleicht abklärt, dass es Verstappen oder der Rest noch in die Box geht. Weil wir vielleicht auf den Hinters durchziehen können. Ich hoffe nur, dass er mir nicht in die Bahn geht. Ich hoffe, er verstopft 23,9. Ja, der zieht mir wie gesagt weg. Der ist... Wenn wir mal rennen. Ich hab den Overtake-Button. Ich fahr da gar nicht ohne. Da kann er nichts machen. Das ist jetzt ein bisschen weit rausgekommen. Gegen Albon. Der riskiert es aber nicht und sagt dann, ist okay. Gut, Verstappen ist auch ein Regenfahrer, mal abgesehen davon. Ja, ärgert mich das gerade, dass der mir durchgewischt ist. Dass der uns den ersten Saisonsieg rausnimmt eigentlich. Aber gut, 18 Punkte wären momentan drin. Hälfte haben wir. Kann ich jetzt wieder abziehen. Wie gesagt, ich hoffe, dass Verstappen am Ende noch mal irgendwelche Probleme kriegt. Technische Probleme, Reifen kaputt oder Motorschaden, was auch immer, technische Defekte. Hauptsache irgendwie, dass wir vielleicht sogar doch noch ein bisschen Glück haben, das Ganze zu gewinnen. Aber so wie es momentan läuft, no chance. Jetzt geht der Angriff einfach. Ich kann es noch mal ein bisschen kontern. Ich kann es noch mal ein bisschen kontern, aber es bleibt dabei. Nur. Er versucht es. 8 Runden noch. Accumulating some wear on the MGUK. To manage this, we'll need to lower our ERS deployment mode. Ja, ich versuch's gerade ein bisschen. Den kann man ja zumindest tauschen noch zum nächsten Rennen. Nächste Rennen ist dann Spanien, aber jetzt haben wir hier nochmal 7 Runden oder 8 Runden in Vietnam. In den Niederlanden, Entschuldigung. Also wie das momentan aussieht, bei Verstappen ist da gar nichts mit technischer Defekt. Aber wie gesagt, so ein Rennen kann das so schnell vorbei sein. Right, we have a very worn out MGUK. Our battery charge speed is suffering and if it gets much worse, we could be forced to retire. Kotten Sommer Konter, Bottas ist ja, weil jetzt schon vorbei an dem McLaren, der noch dahinter klebte, weil das war Sainz. Bottas auf 4 jetzt. So, 7 Runden noch.
zwei Saisons Sieg hatten wir. Letzte Saison einmal in Brasilien, einmal in Kanada. Jetzt habe ich das. Puh, Glück gehabt. Ja, der Motor, der macht es nicht mehr so viel wirklich mit. Be careful, we think you're going to start losing some tire grip around now. Ich denke, dass die mit bisschen Glück mit Verstappen in letzten Boxenstopp überleben gegen uns. So, er versucht natürlich hier nochmal reinzugehen. Schafft er aber nicht. So, 6 Rundchen noch, liebe Leute. 6 Runden noch. 2 Drittel des Rings sind durch. Momentan hängen wir P2, sind uns momentan recht am Verteidigen gegen Albon. Und hoffen insgeheim natürlich immer noch auf einen Ausfall von Max Verstappen, der vorne liegt. Keep pushing. The gap between you and the car ahead is too large. It's 26 seconds. Ja, 26 Sekunden. Das würde momentan auch selbst beim Boxenstopp nicht reichen, um irgendwas zu reißen. Weil er würde jetzt momentan so wegziehen. Some information on Verstappen. They're slowing down. It seems like there's some kind of problem with their car. Und da ist auf einmal die Meldung drin, die uns gar nicht mal so unwichtig ist. Verstappen ist langsam, er hat Probleme mit dem Auto. Vielleicht muss er aufgeben. Das wär's natürlich. So, ich bleib dabei. Albon soll nicht hier vorbeikommen. Aber momentan sieht man auch der Das sieht momentan aber nicht so aus, als würde Verstappen irgendwie Zeit verlieren auf uns. Aber vielleicht sagt er auch, vielleicht kann auch das Rennen aufgeben. Oder muss er das Rennen aufgeben, so ist es richtig. Das ist meine Hoffnung noch immer. Bei doch 5 ausstehenden Rennen. Vielleicht schafft man es doch noch, einen Sieg zu holen. Status Vordermann. They're in 21st. Ah, okay, das ist ja gut, das ist Mick. Das ist keine. Ich kenne die Meldung auch, dass wieder Vordermann fährt. Aber da ist zumindest die erste Meldung schon mal reingekommen. Vielleicht haben wir ja Glück. Vielleicht haben wir wirklich dieses Glück des Tüchtigen. Tire situation is an interesting one, but I think the right call is to stick with what we've got right now.
drei Runden. Noch ist die Strecke nicht so trocken, dass ich sagen kann, es lohnt sich vielleicht auf Trockenreifen zu gehen. The turbocharger is on its last legs. Let's try to keep mileage on it to a minimum. Ja, ich hätte keinen. Ich wollte schon den Tausch eigentlich machen. Aber das ging dann doch nicht. Weil wir da eine Strafe gekriegt hätten und unsere Vorlos geworden sind. Die momentan aber keinen Bestand hat, weil wir momentan auf 2 sind. There's 4 laps of fuel remaining. 4 Runden. Ich weiß nicht, ob wir sind Sprit vielleicht. Ja, was sollten wir? Dings für vorbei, ne, Albon? Gibt es noch keine Meldung, dass irgendwie das Auto da vorne ausfällt? Das wäre es natürlich jetzt. A danger point with the wear on the MGUH. Overheating the engine will exacerbate the issue, so keep the temps under control. We're leading our teammate by 12.6 seconds. So, 3 Ründchen noch. Komm. Gib mir eine Meldung, die ich haben will. Let's use overtake and burn some of this energy. Ja, das ist nicht machbar. Schade. Ja, wir am Anfang haben es nicht aufgepasst und dann war es durch. Hier konnten wir es bisher mit Energie dazu halten konnten. Momentan reicht es nur für P2 und 18 WM-Punkte. Die volle Punktzahl holt sich momentan Max Verstappen. Voraussetzung, der fällt nicht aus. Es sind ja noch gute 2 Runden jetzt. Ja. Und das war's. Und da zieht mir der nächste weg und da war irgendein Fehler. Der Fehler drin ist im ein Rutscher drin. Und in der vorletzten Runde werfen wir erstmal einen sicheren zweiten Platz weg. Bei Red Bull jubelt man natürlich jetzt, klar. Weil das nächste Auto jetzt wegzieht. Lange hat das hinter uns sich ausgehalten. Und dann kam der blöde Fehler, der von uns her als Sinn. Ist da Auto raus? Ne, nicht keiner, den ich wollte. Quiert nur. We advise moving to mix 2. Fuel to mix 2. Naja, wie gesagt, das Thema ist durch. Wir sind sogar den zweiten Platz los. Am Ende wird es sogar nur... Jetzt heißt es nur noch dieses Podium in der Hause, ne? This is your final lap of the race. Albon, jetzt schnell zur Rennrunde. Es geht jetzt rein nur noch um das... Verteidigen dieses dritten Platzes. Scheißrennen. Oh, dann da plötzlich Abflug und das war's. Das Rennen ist vorbei. In der letzten Runde schmeißt das Auto weg komplett. Oh Mann. Aber da muss ich die Rückbank setzen, weil ich will das Rennen zumindest nach Hause fahren, irgendwie noch. Caution.
Caution, caution. Dankeschön, dass du mir auch noch... Dankeschön, dass du mir... Caution, caution, ja, ja, egal, ich schieße dich trotzdem weg. Front is 2.4 seconds. Hör doch auf damit. Was? Okay, you need to give that position nein. back. That was an illegal overtake. Da muss ich mir. Da muss ich mir echt den Sieg wegnehmen, den Podiumplatz abgeben. Warum muss ich da jetzt abgeben, ey? Das verstehe ich nicht. Der zieht mir vorbei und ich, ja, egal was. Ja, das hat einen Gewinn vor Albon. Wir werden nur von Dritter, vom Dritter. Are you okay? That was a nasty hit. Ja, fick dich doch, ey. Und wieder nur einfach ein Ausfall. Also Verstappen gewinnt vor Albon und wir. Na, für mich enttäuschend Rennen nur Dritter. Top job, my friend, top job. I was a bit worried about this one at the start of the weekend, but you've pulled through. Thank you. Mann! Es war ein großartiges Rennen und eine erstklassige fahrerische Leistung, die Red Bull heute den Sieg eingebracht hat. Was denkst du, Stefan, was ihnen im heutigen Wettbewerb den Vorteil gegeben hat? Ich würde sagen, dass es wieder mal auf eine gute, beständige Fahrleistung ankam. Die Kurven exakt nehmen, auf die Streckenbedingungen achten und die Strategie des Teams perfektionieren. Heute wurde einfach alles richtig gemacht und das Ergebnis spricht für sich selbst. Red Bull ist der heutige Gewinner, nachdem eine unglaubliche fahrerische Leistung gezeigt wurde. In letzter Zeit hat Red Bull enorm zugelegt, um mit den anderen Teams mithalten zu können. Und es hat sich gelohnt. Ich hätte sogar nicht mein Podium geholt. Werfen wir einen Blick auf die aktuelle Fahrerwertung. Wichtige Punkte für Valtteri Bottas, der damit seine Führung in der Rangliste weiter ausbaut. Also Stefan, wer ist für dich der Fahrer des Tages? Max Verstappen schien sich heute ohne jegliche Mühe seinen Weg durch die anderen Fahrer hindurch zu bahnen. Er ist definitiv mein Fahrer des Tages. Es ist Zeit, einen Blick auf die Situation in der Konstrukteursweltmeisterschaft zu werfen. Keine Veränderung an der Spitze, aber mit den Punkten von heute wird die Führung deutlich wackeliger. In der Zwischenzeit konnte Red Bull ein starkes Wochenende verzeichnen und die Position in der WM verbessern. Nun, das war auf jeden Fall ein aufregendes Wochenende in der Formel 1. Begleiten Sie mich und Stefan bald wieder, wenn wir mit mehr Formel 1 Action zurück sein werden. Ja, da wäre natürlich ein Schritt da vorne gewesen. Mit dem zweiten Platz hätten wir Ferrari gehabt, dann wären wir sogar Fünfter gewesen in der Konstrukteurs-WM. Ich ärgere es gerade so ein bisschen, dass der Albon auch noch vorbeigeflogen kam. Das tut mir gerade ein bisschen weh. Das ist von der Pole gestartet auf 3 am Ende Ziel. Und dabei war ich so ein bisschen Hoffnung noch auf den Sieg. Auf der Strecke. Ja. Nun zu ein paar Fragen. Nicht wirklich. Sie sind sicher froh, auf dem Siegertreppchen zu stehen. Wir haben Sie wohl alle unterschätzt, nicht wahr? Wie hat Ihr Team auf die schlechten Wetterbedingungen reagiert? Danke für den Kommentar. Ich bin trotzdem unzufrieden in meinem Rennen, muss ich sagen. Ich bin komplett unzufrieden. Es wäre mehr drin gewesen, definitiv. Da haut er mir
Haben wir der Verstappen sogar noch tatsächlich vorbei. Ja, da war ein Fehler am Quersteher und dann war das Thema gegessen. So. Dann sind wir durch. Das nächste Rennen ist in Spanien. Da sehen wir uns dann wieder.